Auf diesem letzten Panel heute werden wir die Diskussion weiterführen, die wir heute hatten. Und wir werden auf die geopolitische Situation um Nordsyrien herum sprechen und über internationale Anerkennung, was schon den ganzen Tag ein Thema war. Wir werden diskutieren die geopolitischen Entwicklungen um die Region herum und auch über den Ukraine-Krieg, der auch diese Region auf verschiedene Art und Weisen beeinflusst. Außerdem präsentiert sich Erdogan als ein Vermittler zwischen NATO und Ukraine und hat auch einen Einfluss auf den EU, auf den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Außerdem kündigt er schon länger an, seit April, dass er eine weitere Invasion in Nordostsyrien machen wird. Aber er hat noch kein grünes Licht dafür bekommen. Er hat sich außerdem mit Assad getroffen und scheint neue Partnerschaften, neue Kooperationen zu suchen. Ich bin sehr froh, dass wir diese drei wundervollen SprecherInnen bei uns haben. Einmal Ilham Ahmed. Danke, dass du hier in Frankfurt bist. Sie ist die Co-Vorsitzende des Exekutivrats des Demokratischen Rats Syrien. Das ist ein demokratisches Organ der SDF und sucht eine Lösung, eine friedliche Lösung für Syrien und trifft sich mit hochrangigen PolitikerInnen als Repräsentantin des Demokratischen Syrischen Rats. Und sie wird uns darüber ein aktuelles Update geben, was gerade los ist und ihre Perspektive über die Entwicklung, die ich gerade genannt habe. Dann haben wir Kamal Chomani. Er ist ein freier Journalist. Er lebt in Deutschland und er hat in verschiedenen Medien publiziert. In seinen Analysen hat er immer eine kritische und unabhängige Betrachtung von Geopolitik. Er ist ein Stipendiat des Kurdish Peace Institute. Und einem Institut in Washington, die versucht, Leute auf die kurdische Sache aufmerksam zu machen. Er will heute darüber sprechen, über seine Erfahrungen als politischer Analyst aus der kurdischen Region im Irak. Und welche Perspektiven es für Unterstützung gibt von verschiedenen AkteurInnen. Der letzte ist Thomas Schmiedinger. Er ist ein Politikwissenschaftler und ein Sozial- und Kulturanthropologe aus Österreich. Seit 1999 reist er nach Syrien, nach Kurdistan. Er hat drei Bücher veröffentlicht, die ihr auch draußen erwerben könnt, draußen im Foyer ausliegen. Er lehrt an der Uni Wien und berät auch ParlamentarierInnen zur Region. Und er arbeitet zum Thema Staat und religiöser Extremismus.
Und er war im Juli zuletzt in Rojava, als der 10. Jahrestag der Revolution gefeiert wurde. Er wird über seine Eindrücke berichten und sie auf dem internationalen und regionalen Level kontextualisieren. Aber erst einmal werde ich Ilham Ahmed dazu bitten, zu sprechen, und gebe ihr das Mikrofon. Zerida, spasiyavat kam jbu av organizasyon al vedere hatiye çekrin. Tercüme de preskrik nini ne? Tamam mı? Yani de der kişti ravşe Ich werde über die generelle Situation der Region sprechen, in Syrien, als eine der Themen im Mittleren Osten. Wir wissen, dass die Region eine Krise durchlebt. Die Krise ist eigentlich ein Ergebnis einer internationalen Krise. Wir sehen, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Und wir sehen das auch in der Ukraine. Das betrifft Syrien direkt, weil Syrien eines der Länder im Mittleren Osten ist, in dem alle internationalen Mächte vorhanden sind, präsent sind. Deshalb ist Syrien Wenn sich der Frieden in Syrien entwickelt, wird sich auch die ganze Region weiterentwickeln. All diese Länder. Wenn wir uns das alles anschauen, die Situation im Mittleren Osten, sehen wir eine große Veränderung. Als der Krieg in der Ukraine startete, wurde klar, dass einige Länder sich verändern müssen. Wir sahen, dass das, was dort passierte, auch Europa beeinflusste. Und es beeinflusste auch die Krise im Mittleren Osten. In den letzten 10 Jahren erleben wir einen Krieg, aber gleichzeitig einen Wiederaufbau, eine Revolution in Syrien und vor allem im Nordosten möchten wir eine autonome Organisation errichten. Das ist das, was wir tun. Wir möchten ein Modell für Syrien und vielleicht auch für die ganze Region des Mittleren Ostens werden. Ein alternatives System gegen den zentralisierten Staat, der die Menschenrechte missachtet und die Rechte von Minderheiten missachtet. Es ist klar, dass in Syrien der türkische Staat profitieren möchte durch den Krieg, der in der Ukraine stattfindet. Die Türkei versucht, das zu missbrauchen und die Gelegenheit zu nutzen. Und auch Russland spielt dabei eine Rolle. Die Türkei hat sehr enge Verbindungen zu Russland. Wir können sagen, dass die NATO wollte, sich reorganisieren wollte gegen Russland und China, und die Türkei setzt zum Beispiel die NATO unter Druck.
und versucht durchzusetzen, dass PYD und Co. als Terrororganisationen eingestuft werden. Und schließlich werden all diese Diskussionen, dass zum Beispiel die Türkei angefangen hat, in den NATO-Meetings zu besprechen, also die Türkei missbraucht diese Situation derzeit. Und sogar während wir gerade hier sprechen, versucht die Türkei mit all ihren Möglichkeiten, die Region anzugreifen. Das ruiniert die Leben von Menschen. Die Türkei also missachtet, verletzt die Menschenrechte und verletzt internationales Recht. Mit Deckung durch die NATO. Wir wissen, dass die Türkei Afrin besetzt hatte und dabei deutsche Panzer benutzt hat oder auch Kampfflugzeuge, die von NATO-Staaten kommen. Wenn die Türkei die Unterstützung durch die NATO nicht bekommen würde, würde die Türkei zusammenbrechen oder sich zumindest verändern oder vielleicht sogar sich demokratisieren. Aber solange die Unterstützung durch die NATO anhält, fühlt sich die Türkei nicht verpflichtet, zu verändern oder sich zu demokratisieren. Wir sagen, die NATO benutzt diese Staaten, solche Staaten. Es gab kürzlich ein Zusammentreffen in Teheran, wo Putin, Iran, die Türkei sich versammelten und wo die Türkei versuchte, grünes Licht für eine weitere Invasion zu erlangen. Aber die Türkei hat nicht die Unterstützung bekommen oder nicht das grüne Licht bekommen, das sie wollte. Wir wissen, dass es Drohnen gibt. Es gibt eine enorme Anzahl von Drohnen, die die Türkei über die gesamte Region fliegt, über den gesamten Flugraum, 24/7. Wir sind ständig unter Beobachtung, die Türkei fliegt ihre Drohnen und die KommandantInnen von den syrischen demokratischen Kräften, die gegen den IS kämpften und die mit der internationalen Koalition gemeinsam kämpften, und die Preise dafür gewonnen hatten, dass sie gegen den IS gekämpft haben. Sie werden jetzt von türkischen Drohnen bedroht. Es gibt keine Garantie, dass wir überleben, weil die Türkei uns ermordet durch Drohnen. Es ist eine sehr reale Bedrohung und eine sehr imminente Bedrohung der Region. Die Länder, die dabei zusehen, sind auch mitverantwortlich. Es geht um Profite und Interessen. Und unter den Staaten ist Deutschland Nummer eins. Also all das werden, also die ganzen Drohnen werden gegen die kurdische Zivilbevölkerung eingesetzt. Und wir haben Deutschland mehrmals dazu aufgefordert, diese Unterstützung zu stoppen. Wir möchten unsere Beziehung mit den Staaten verbessern, aber die Profite, die sie erschlagen, führt dazu, dass sie davor die Augen verschließen. Türkische Beamte sprechen letzter Zeit über Gespräche mit Assad, die jetzt erneut stattfinden. Yani ma wa nirkhant ku Tehran el hafkirna chibi
Also die Türkei hat jetzt ihre Annäherung verändert. Es ist klar, dass in Teheran eine Abmachung getroffen wurde. Das passierte in Teheran. Also ein Abkommen zwischen der Türkei und Iran. Und also das Eindringen hat sich um mehrere Kilometer jetzt verlängert, das Eindringen der Türkei. Und das war nach diesem Abkommen. Für das Regime ist das Kollabieren des autonomen Systems in Rojava nicht so ein großes Ding. Also statt sich mit uns zu beschäftigen, senden Sie die Türkei. Lassen Sie die Türkei das erledigen. Und auch Russland profitiert davon. Und die Türkei hindert uns daran, stärker zu werden. Weil die Staaten davon alle auf ihre Weise profitieren. Aber wir sollten wissen, dass all diese Abkommen mit der Türkei auch ein Aufruf zum Genozid sind, eine Unterstützung von Genozid sind. Diese Länder sollten eine andere Rolle einnehmen. Also sie schütten Benzin ins Feuer, anstatt deeskalierend zu wirken. In den vergangenen Jahren sehen wir, dass das syrische Regime nicht mehr mit uns verhandelt. Also wir sehen jetzt, dass die Politik des Regimes sich verfestigt hat, denn sie wurde jetzt durch Russland und eine neue Annäherung gefestigt. Also es gab Annäherung, eine neue Verfassung zu schreiben, einen neuen sozialen Vertrag zu schaffen, aber auch durch diese ganzen Sachen wurde das blockiert. Es ist sehr offensichtlich, dass in Genf der politische Prozess wurde verhindert. Also es wird keine Diskussion mehr darüber geben. Sie wollen keine Gespräche. Also das war das Ende des politischen Prozesses. Und gerade sehen wir überhaupt keine Hoffnung, was eine politische Lösung betrifft. Der Einfluss des Iran ist sehr präsent in Syrien. Und obwohl Iran unter internationalem Druck steht und obwohl er sanktioniert wurde, besteht er darauf, in Syrien zu bleiben und das syrische Regime zu unterstützen. Wir sehen in der nahen Zukunft nicht so viel Hoffnung über eine solche Lösung. Mit Menschen, unter der Beteiligung von Menschen, die Teil des Konflikts sind. Es sind jetzt 10 Jahre und wir haben versucht, Dialoge zu führen mit verschiedenen Teilen der syrischen Gesellschaft, um eine Lösung zu finden. Die Lösung wird eine Verbindung dieser verschiedenen Teile sein. Die Vereinigung der Völker Syriens wird den Konflikt lösen können. Denn all die Diskussionen, die von Ländern geführt werden, bei diesen ganzen Gesprächen steht das Wohl der Bevölkerung nicht an erster Stelle.
sondern es geht um die Interessen dieser internationalen Staaten, also um internationale Interessen. Und wir sagen, unser Hauptinteresse, unsere erste Priorität ist das Wohl der Menschen in Syrien. Also wir wollen nicht, dass Syrien sich in eine Region verwandelt, wo es ständig religiöse Konflikte gibt. Aber anstatt Menschen untereinander zu teilen und gegeneinander halt aufzuhetzen, müssen wir diese Menschen zusammenbringen, sonst wird es keine Lösung in Syrien geben. Es gibt also doch einige Hoffnung für eine Lösung. Also wie kann man Lösungen außerhalb der zentralisierten Struktur des Staates schaffen? Es gibt einige Ausnahmen bezüglich der Region. Also der US-Senat gab eine Ausnahme bezüglich der kurdischen Region bekannt. Aber das Kapital lässt sich keine Chance entgehen, wenn es um Krieg geht. Wir brauchen soziale Organisierung, gesellschaftliche Organisierung aus der Zivilgesellschaft. Wir müssen Druck erzeugen auf unsere Länder, auf unsere Regierungen, dass zum Beispiel Energiekonzerne oder Stromkonzerne, landwirtschaftliche Konzerne, die versuchen, der Region zu investieren, dass sie nicht das Leben dieser Menschen negativ beeinflussen. Also, aber sie können auch dazu führen, sie können auch die Türkei daran hindern, die Region weiter anzugreifen. Da ist die Gefahr, wenn diese Situation so weitergeht und die Türkei sich weiter ausbreitet, wird es auch viel mehr Flucht geben. Und es gibt kein Ende in Sicht. Wenn Sie sich wirklich um Flüchtlinge Sorgen machen, dann müssen Sie auch die Türkei aufhalten und die Türkei davon abhalten, eine weitere Invasion durchzuführen. Ich möchte noch betonen, also zusätzlich, also nochmal zu PKK, während der Schlacht von Kobane öffnete die Türkei die Grenze und ließ Kurdinnen von der Türkei Kobane rein, sodass sie Kobane verteidigen konnten. Es gibt so viele Menschen, die sich geopfert haben, die gekämpft haben, die sich verwundet wurden, die ihr Leben gaben. Und viele von ihnen kommen auch aus Nordkurdistan, also aus der Türkei. Das ist unsere ethische, moralische Pflicht, dass wir diese Menschen nicht vergessen, die also auch die Verwundeten oder die jetzt kriegsverwundet sind. Aber die Türkei, also die
Also in Nordostsyrien haben wir gegen den IS gekämpft und wir haben keinerlei Bedrohungen gegen die Türkei ausgesprochen. Also es gab war niemals davon die Rede. Aber die Türkei fand Ausreden und intervenierte in Libyen, in Armenien, in Aserbaidschan-Konflikt. Also die Türkei nimmt immer wieder diese Ausreden, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Die PKK muss von der Terrorliste weg, denn solange die PKK auf der Terrorliste steht, kann die Türkei diese Ausrede immer wieder benutzen. Diese Länder wurden niemals von der PKK angerührt. Also es gibt keine Bedrohung, die von der PKK gegen diese Länder ausgeht. Aber wegen der Zusammenarbeit zwischen der Türkei und der NATO wurde die PKK als Terrororganisation gelistet. Also wir wissen, dass die Türkei all das nicht tun würde ohne Unterstützung durch die NATO. Aber wir wollen Stabilität in der Region. Wir wollen diese Stabilität auch beibehalten und den Frieden mit den verschiedenen Menschen in Syrien stabilisieren und mit ihnen zusammenarbeiten. In diesem Rahmen können die Menschen, die uns unterstützen wollen, uns unterstützen. Zum Beispiel im Aufbau von Infrastruktur. Das ist auch ein Beitrag für die Menschen dort. Also wenn dieses Modell funktioniert, wird es ein Modell für die ganze Region sein. Also es dient auch der internationalen Sicherheit, weil wenn wir Stabilität haben, dann verhindert das auch das Wiedererstarken des IS. Das ist die Art und Weise, wie das alles betrachtet werden sollte. Für die autonome Administration. Das ist die Art und Weise, wie wir, worin wir eine mögliche Unterstützung für die Administration sehen. Und um die Menschen und die autonome Administration zu unterstützen. Vielen Dank. Danke für diese sehr breite Analyse. Ich glaube, du hast einige sehr wichtige Punkte angesprochen. Jetzt kommen wir zu Kamal Chomani von der kurdischen Perspektive aus dem Irak. Redet er Englisch oder Deutsch? Danke für diese sehr umfangreiche Analyse, die sich jeder ganz genau anhören sollte. Und auch danke an Medico International für die Konferenz und die TeilnehmerInnen, die heute teilnehmen, die auch dabei helfen, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Ich möchte ein bisschen mehr von der kurdischen Perspektive aus Südkurdistan beleuchten. Also ich komme aus dem Nordirak, also Südkurdistan. Also wir haben darüber gesprochen, wie das kurdische Volk unterdrückt wurde seit dem Fall des Osmanischen Reichs, als Kurdistan in vier Teile, Iran, Irak, Syrien, Türkei, aufgeteilt wurden. Also die Veränderung in der Dynamik. Es gab viele Veränderungen in der Dynamik. Und Kurdinnen in allen Teilen Kurdistans haben versucht, diese Veränderung für sich zu nutzen. Zum Beispiel die Revolution in Irak
in 35 oder in den 1970er Jahren, als die Kurdinnen versuchten, diese Konflikte versuchten zu nutzen. Also Kurden haben immer wieder versucht, in solchen geopolitischen Veränderungen etwas zu bewirken. Aber nach diesen Veränderungen haben sie auch immer wieder sich mit Herausforderungen konfrontiert gesehen. Zum Beispiel in Rojava. Also wir haben einen Nutzen gezogen von dieser Situation nach dem arabischen Frühling. Dann gab es noch den IS-Angriff. Aber als ein nichtstaatlicher Akteur, wenn alle internationalen Mächte über diese Region kämpfen, um diese Region kämpfen, kannst du eine starke Rolle als nichtstaatlicher Akteur spielen. Aber nach dem Konflikt oder kurz vor dem Ende des Konflikts gibt es Dinge, die nicht mehr in deiner Hand liegen, weil die internationalen Mächte immer kommen, zusammenkommen und ein Abkommen finden, die nicht denen zu Nutzen kommen, die eigentlich Partner während der Revolution waren. Also genau so hat es Russland zum Beispiel mit den Kurdinnen getan, als die Türkei angegriffen hat in Afrin. Aber auch manchmal innerhalb der kurdischen Politik gibt es auch einige interne Probleme. Das sind die Themen, über die ich jetzt sprechen möchte. Ich möchte heute über diese Probleme reden. Also die teilweise eine größere Herausforderung sind, die wir kaum überwinden können. In 2003 gab es eine Flugverbotszone in der Region und dann gab es die, eine Invasion im Irak. In der Kurdistan-Region im Irak, sie wurde konstitutionell und regional eine autonome Region und wurde eine Hoffnung für die Region, also auch für Kurden von anderen Teilen. Aber wenn wir darüber sprechen, über die Realität uns ansehen, dann sehen wir, dass es genau das Gegenteil von dem ist, dass die KDP von Barzani und die andere Partei von Talabani mehr Anhänger wurden getötet. Der Türkei zum Beispiel. Also Türkei war gegen Kurdistan. Sie waren auch gegen die US-Invasion, aber trotzdem haben sie die Region Kurdistan bedroht. In dieser Zeit waren sie gegen die Existenz von Kurdistan und sie haben Konflikte mit Barzani. Aber als die Region Öl entdeckte und angefangen hat, Öl zu exportieren durch die Türkei, dann hat man ein Abkommen, eine Vereinbarung für 50 Jahre getroffen. Die Sachen haben sich geändert. Irgendwie war die Region Kurdistan, also die Region ist ja, die Region ist ja, so, wir haben eine geteilte Kurdistan. Wir haben zwei Regionen. Eine gehört, also ist unter der Führung von Talabani, Erbil ist unter der Führung von Barzani. Auch wenn es unter der Führung von der Partei von Barzani
die regionale Politik, die nationale Politik, also alle diese Politik ist unter der Führung von Barzani. Als die Rojava-Revolution anfing, am Anfang, es war eine Herausforderung für Barzani, wie er damit umgehen kann. Die Revolution in Rojava war ideologisch gegen Kurdistan, die Demokratische Partei Kurdistan. Und die Rojava-Parteibewegung war sehr progressiv. Das war eine Bedrohung für sie. Und dann, also die Beziehung zwischen der Türkei und Kurdistan unter Barzani haben sich progressiv entwickelt, sodass Barzani und Kurdistan ist eine Art so Neokolonie von der Türkei geworden. Sie gehen nach Duhok, sie gehen nach Erbil. Alles gehört türkische Konzernmärkte, Märkte gehört ihnen. Die Region Kurdistan hat nur ein Pipeline, das Öl exportiert Richtung internationale Märkte. Also zurzeit, also Kurdistan ist von der Türkei kontrolliert. Und das ist der zweite Grund, warum Barzani gegen die Rojava-Revolution ist. Sie haben mit der Revolution, also als die Revolution anfing in Rojava, Barzani hat angefangen, Parteien zu unterstützen und zu finanzieren, die sie ihn ernäht haben. Also die Erbil-Meeting, erstes, zweites, zum Beispiel, es gab auch andere in Duhok zwischen dem kurdischen Nationalkongress und der PUED. Aber also, wenn wir diese Meetings beobachten oder diese Friedensverhandlungen zwischen der Türkei und also gleichzeitig parallel gab es andere Gespräche über die Möglichkeit Rojava zu inkorporieren. Also diese Meetings haben nicht geklappt und ja, das hat nicht geklappt, vor allem unter der Führung von Barzani. Es gab also ein anderer Punkt, ist die internationale Anerkennung von Rojava. Also wenn wir beobachten, also nur Kurdistan, also nur die kurdische regionale Regierung ist nicht international anerkannt. Es gab zwei Beschlüsse in diesem Bezug, aber das war in der Zeit, wo Dr. Yusuf Muhammad das Parlament leitete. Das PED war nicht die Mehrheit im Parlament. Es gab zwei Entscheidungen. Die erste, das Parlament, das kurdische Parlament, hat von der Regierung verlangt, die Revolution von Rojava wahrzunehmen. Und die zweite war, die Regierung sollte die Peshmergas nach Rojava zu schicken. Damals waren diese in der Türkei. Also damals war die Regierung nicht unter Kontrolle der KDP. Und nachdem es gescheitert ist, die Peshmergas wurden verstärkt durch die Türkei.
um die gegen Rojava zu nutzen. Sie waren aktiv in der Sinjar. Aber ich rede jetzt über, ich habe jetzt bis jetzt über eine politische Partei. Jetzt rede ich über eine andere politische Partei, inklusive die Islamisten. Also diese Partei ist ein Teil der islamischen Bruderschaft. Und auch wenn es die Bewegungen nicht sehr stark unterstützt haben, haben sie trotzdem unterstützt. Also in unserer Region haben wir eine Sympathie der Bewegung gegenüber. Nicht nur, weil wir ethnisch Kurde sind, aber für uns, oder wir finden es Rojava, oder wir betrachten Rojava als eine sehr progressive Region, also Frauenrechte, Klimaschutz. Also für das erste Mal gab es keine, hat eine Kohabitation zwischen den Völkern, zwischen den Ethnien nicht existiert. Also Rojava ist auch eine Hoffnung, nicht nur für Kurden, sondern für die ganze Region. Und also in Irak, in Syrien, in der Türkei, wir brauchen diese Art von Kohabitation und Zusammenarbeit für diese universell anerkannte Rechte. Ich glaube, so wie kann man die Situation entwickeln? Es ist sehr schwierig. So, solange die Türkei, solange die Türkei einen Einfluss in Kurdistan hat und diese Region kolonisiert und solange die Türkei nur ein paar Pläne hat und solange diese Region von der kurdischen demokratischen Partei regiert ist, ich glaube nicht, dass die Kurdistan-Region wird die Bewegung von Rojava oder die Idealien von Rojava Region, von der Rojava-Revolution unterstützen. Also es gibt keine Ämter, also Büros von Rojava-Bewegung in der Region. So, wir haben versucht, zum Beispiel ein Büro in der Türkei zu eröffnen, aber das hat die Türkei nicht erlaubt. Das hat Ankara nicht erlaubt. Aber die Lösung ist nicht, ein Büro in Rojava zu eröffnen, sondern also, wie können wir internationale Anerkennung verlangen, wenn, wenn die eigene kurdische Regierung die selbst die Regierung von Rojava nicht anerkennt? Also die Rojava-Verwaltung, Selbstverwaltung, ist von einer Seite von der Türkei sanktioniert, von der anderen Seite von der syrischen Regierung sanktioniert. Ja, wir haben nur Semelka und Semelka ist unter Kontrolle von der KDP. Ja, wir haben zum Beispiel Ilham Khan, wie könntest du hierher kommen? Sie könnte es nicht, es war sehr traurig. Ja, Nilofar Khan ist hier und sie hat viel über Kurden und kurdische Einheit gesprochen. Ich glaube, es ist Zeit für Kurden zusammenzukommen und eine größere Cause zu bedienen. Als Kurden ist es wichtig, ein demokratisches Verständnis untereinander aufzubauen. Damit wir uns gegen die türkischen Besatzer oder auch andere Besatzer in Iran, Irak und so weiter widersetzen können. Wir müssen eine Allianz haben, das ist die rote Linie,
für unsere Sache. Niemand sollte diese Linie überqueren. Ich denke, dass gibt es eine neue kurdische Generation mit einer neuen Annäherung an das Thema überall, die versteht, wie wir uns mit den Veränderungen abfinden, die jetzt kommen, und mit den politischen Parteien, sodass wir nicht solche Tragödien erleben, die wir zum Beispiel, sehen anhand des Beispiels der kurdischen Parteien im Nordirak, die mit der Türkei kollaborieren. Dankeschön. Danke, Kamal, für diesen sehr wichtigen, für diese sehr wichtige Analyse aus kurdischer Perspektive. Du hast auch sehr viele Punkte angesprochen, die wir heute diskutieren sollten. Aber erst einmal möchte ich das Wort an Thomas übergeben. Thomas Massoud? Ich kann anfangen. Ich werde hier der Typ sein, der euch ein bisschen enttäuschen wird. In zwei Punkten. Erst einmal möchte ich einige Dinge über die Anerkennung anmerken und dann noch einige Sachen über die soziale und wirtschaftliche Situation. Und beide sind ein bisschen enttäuschend. Das erste geht um die Anerkennung, bezüglich der Anerkennung. Ich weiß, dass viele Kurdinnen sich wünschen würden, eine formelle internationale Anerkennung der Region Nordostsyrien. Aber ich muss sagen, dass laut internationalem Gesetz das eine komplette Illusion ist. Also wir leben in einem System von komplett internationalen Staaten, die in internationalen Organisationen Mitglieder sind und Staaten, die sich einander anerkennen. Also es ist nicht nur eine weitere autonome Region innerhalb von Europa. Zum Beispiel in Südtirol funktioniert das ja ganz gut. Aber deren Autonomie wird ja auch nicht einfach anerkannt. Oder auch in Irland wird die, oder auch in Katalonien ist es nicht international anerkannt. Es geht immer um eine interne Frage von diesem Nationalstaat. Also der Staat, der die Autonomie anerkennen muss, ist der syrische Staat im Falle von Rojava. Und danach kann es formelle Bemühungen geben zwischen der autonomen Administration und den Staaten geben. Seit 1991 gab es auch schon Konflikte, die gerade erklärt wurden in Südkurdistan zwischen den Parteien. Aber es gibt eine de facto Autonomie dort. Seit 1991 der formelle Kontakt zwischen den Staaten und den autonomen Regionen begann erst damit, dass das Regime in Bagdad die Region offiziell anerkannte. Das heißt, es begann erst mit der Anerkennung durch den Irak, also durch den Nationalstaat dort. Und es wird nicht passieren, dass es eine Anerkennung gibt, bevor Syrien diese Region anerkennt. Aber es gibt sehr viele de facto Anerkennungen der autonomen Region von Nord- und Ostsyrien. Es gibt sehr viele auch PolitikerInnen, auch hochrangige PolitikerInnen, die die Region besuchen, regelmäßig besuchen und offizielle Kontakte haben mit der autonomen Administration. Es gibt Mitglieder der Europäischen Parlamente, von nationalen Parlamenten, europäischer Länder oder auch anderen Staaten.
vieler Länder, die die Region regelmäßig besuchen und Kontakte zu denen haben. Und die politischen Institutionen kennen. Es gibt auch Kontakte zwischen den Geheimdiensten verschiedener Länder, Geheimdienste in den Regionen, zu Kontakte zwischen, also wirtschaftliche Natur, wirtschaftliche Delegationen und so weiter. Aber das ist ein großes Problem, obwohl, wie Herr Ahmed hat schon gesagt, es ist halt kein kapitalistisches Unternehmen würde jetzt dort investieren zum Beispiel. Aber natürlich ist es eine politische Entscheidung, ob Länder wie zum Beispiel Deutschland ökonomisch, also wirtschaftlichen Unterstützung transferieren würden. Deshalb auch Mitglieder von einer der wichtigsten Parteien in Deutschland nicht auf solche wichtigen Fragen eingeht. Es gibt aber sehr viele de facto Kontakte, die existieren. Es gibt sehr viele BürgerInnen von verschiedenen Ländern, die in den Reihen des IS kämpften und noch immer in Gewahrsam sind in Syrien, in den Gefängnissen. Und die SDF müssen sich irgendwie um die kümmern. Aber auch diese Kontakte, die für die Rückführung früherer IS-Kämpfer führten, waren eigentlich diplomatische Kontakte, die irgendwie auf eine Weise eine de facto Anerkennung auch darstellten der Region. Also es ist das Beste, was wir gerade kriegen können. Und die wahre Gefahr im Moment ist, wird vergessen. Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine ändert den Fokus der internationalen Gemeinschaft und lenkt den Fokus auf die Ukraine. Das hat schon bereits dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit zu diesem Thema gesunken ist. Hier denke ich, dass die Zivilgesellschaft, JournalistInnen, Intellektuelle und so weiter eine sehr wichtige Rolle spielen können. Dabei zu helfen, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten für die Region. Nur als ein kleiner Hinweis oder Tipp dafür, was wir hier tun könnten. Aber durch das Erwähnen der CISA-Sanktion die wirtschaftliche Situation und die Lebensbedingungen von ganz normalen Menschen in Nord- und Ostsyrien sind sehr schlecht und in meiner Meinung zumindest die psychologischen Konsequenzen dieser schlechten wirtschaftlichen Situation ist schlechter als am Anfang des Konflikts. Denn im Moment ist was ich sehe zumindest, dass viele Menschen die Geduld verlieren und Hoffnung verlieren. Ich spreche nicht über Beamte oder politische Aktivistinnen. Ich spreche über ganz normale Menschen. Also es gibt sehr viele BürgerInnen dort und besonders auch KurdInnen.
Ich habe darüber recherchiert. Ich habe eher von Kurdinnen als von Araberinnen in der Region gehört, dass Menschen Hoffnung verlieren und davon träumen, zu migrieren. Und eigentlich, obwohl es jetzt eine autonome Region gibt, also werden diese jetzt immer mehr arabisiert. Wie also besondere Orte für Kurden, wie zum Beispiel Afrin oder Serekaniye, sind jetzt von der Türkei besetzt. Es gibt sehr viele interne Vertreibung. Es gibt auch Araberinnen, die verständlicherweise zu diesen Regionen fliehen wollen, weil die Situation in den autonomen Gebieten natürlich immer noch besser ist als in anderen Orten von Syrien. Zumindest wenn du einigermaßen säkular und demokratisch bist. Deshalb denke ich, dass die Strategie, des permanenten Druckausübens auf die Bevölkerung, eine Strategie ist, die sowohl durch die Türkei als auch durch das syrische Regime ausgeübt wird. Und es funktioniert auch zu einem gewissen Grad, vor allem kombiniert mit den Drohnen, die schon erwähnt wurden. Die Menschen verlieren ihre Geduld. Und ich habe von sehr vielen Menschen gehört, die definitiv nicht sympathisieren mit den anderen kurdischen, also mit Enekes, den anderen kurdischen Parteien, die dort sind. Und die darüber reden, vielleicht hat meine Schwester das Richtige getan, indem sie nach Deutschland gegangen ist, zum Beispiel. Was ich damit sagen will, ist, dass Solidarität mit der Region bedeutet, nicht nur die Region lebendig zu halten, und das ist überraschend, wie das unter diesen schwierigen Umständen überhaupt möglich gewesen ist, dass sie überhaupt überleben konnte, ist schon eine Errungenschaft zwischen den Russen und Amerikanern, die dort sind, und dem syrischen Regime und der türkischen Bedrohung. Und sie hat sehr viele diplomatische Fähigkeiten. Und dieser Konflikt dort ist natürlich auch ein Konflikt, der Russland und USA betrifft. Wir sollten nicht unterschätzen, diese Tatsache, dass die Selbstverwaltung immer noch existiert und erhalten geblieben ist. Aber wenn wir sie auf lange Sicht lebendig halten wollen, müssen wir schauen und sicherstellen, dass es einige wirtschaftliche Entwicklungen in der Region gibt und dass die Bedrohungen durch die Türkei gestoppt werden müssen. Denn es geht nicht nur um die paar Menschen, die an den türkischen Drohnenangriffen sterben. Es geht auch um die Menschen, die jeden Abend rausgehen ins Kaffeehaus oder in den Park und sich denken, hoffentlich werde ich nicht von einer Drohne heute getroffen. Oder, sorry, hoffentlich gibt es nicht einen YPG-Kommander neben mir, in der Nähe von mir, und ich sterbe als Kollateralschaden durch eine türkische Drohne. Also es sind auch psychologische Folgen dieser Situation auf ganz normale Menschen in der Region. Und das ist sogar noch effektiver aus türkischer Sicht. Als die wirklichen Tode sozusagen. Also wenn die Region überleben will
Und wenn wir wollen, dass die Region überlebt, und dass, wenn wir nicht wollen, dass alle fliehen müssen, ich meine, europäische Länder haben auch Angst vor Flüchtenden aus der Region. Also wenn wir wollen, dass diese Menschen, dass sie dort bleiben und dass sie in ihrer Heimat leben können, und dort ein menschenwürdiges Leben haben können, dann müssen wir mehr tun, als nur die Administration am Leben zu erhalten. Denn die Menschen brauchen eine Perspektive für ihre eigene Bildung. Wir sprechen jetzt über 10 Jahre. Es gibt eine Generation, die in dieser Generation, also die in dieser Zeit aufgewachsen ist. Also Menschen brauchen eine Perspektive für ihre persönlichen Leben, für ihre Bildung, für Arbeit und natürlich auch für die wirtschaftliche Situation und ganz grundsätzliche Dienste, wie zum Beispiel Wasserzugang. All diese Dinge sind wichtig und die Europäische Union wird auch eine wichtige Rolle dabei spielen, wenn wir diese Probleme angehen wollen. Und das ist etwas, worüber wir reden sollten, denke ich. Denn ohne Möglichkeiten zu arbeiten, ohne ganz grundsätzliche Dienstleistungen, auf die sich Menschen verlassen können, und ohne Bildung und ohne die Möglichkeit auch zu reisen, sind Menschen gefangen. Und wenn du kein Glück hast, hast du nicht mal einen Pass dort. Und ist das Maximum, was du tun kannst, innerhalb von Syrien zu reisen. Oder wenn du vielleicht gute Kontakte hast, kannst du vielleicht zur autonomen Region Kurdistan reisen, in Südkurdistan. Diese Themen müssen angegangen werden, und zwar bald. Danke, Thomas, für diesen Beitrag und für deine Perspektive bezüglich der letzten Mord in Rojava. Also es gibt viele Punkte, die wir morgen diskutieren werden, und wir werden gucken, ob wir vielleicht ein paar Lösungen vorschlagen können. Wir haben nicht so viel Zeit jetzt. Ich würde das Publikum die Möglichkeit geben, ein oder zwei Fragen zu stellen, und dann wird es nochmal mit einer Zusammenfassung vielleicht folgen. Hätte jemand einen Kommentar, oder ja, es können auch auf Deutsch sprechen, ist kein Problem. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Also das war für mich sehr depressiv, nach Rojava zu reisen. Auf eine autonome Region, zu einer anderen autonomen Region. Also du hast auch gesagt, Zamalka ist da, um das Leben schwieriger zu machen. Also von einer externen Perspektive ist es sehr schwierig. Meine Frage ist, welche Rolle könnte Europa spielen? Wie könnte Deutschland durch diplomatische Mittel die Situation beeinflussen? Oder denkst du, solange die Türkei eine Kolonialmachtrolle, die Rolle einer Kolonialmacht spielt, ist Europa nicht in der Lage, irgendwas zu ändern? Also ich hätte gerne noch ein oder zwei Fragen mehr.
remarks on the wish of international recognition, which is absolutely right from the perspective of international. Ich hätte eine Frage bezüglich die Anerkennung. Ja, es gibt de jure und de facto Anerkennung. Es gibt viele Probleme in der Region, so wirtschaftliche, ökologische. Ich würde gern Frau Ahmed fragen, was denken Sie darüber? Und der zweite Punkt. Ich habe heute beobachtet, dass wir über symptomatische Fragen, Probleme, zum Beispiel die Ökologie, die Wirtschaft, die Sicherheit von Rojava. Herr Shomani hat auch das Problem der Friedensverhandlungen erwähnt. Der Türkei, aber auch es gibt auch einen Frieden zwischen den kurdischen Parteien. Zum Beispiel in Deutschland haben die Grünen gesagt, also wir sollten den Blick nicht verlieren. Das große Problem ist, dass die Türkei die Kurden, das kurdische Volk bedroht. Vielleicht sollten wir diese ganze Energie, politische Energie nutzen, um über die Türkei Druck auszuüben. Ich fürchte, dass wir in den nächsten Jahren oder für viel lange Jahre über das reden werden. Vor allem bei den Grünen und bei den SPD. Also ich weiß nicht, ob sie sich an ihr Versprechen anhalten werden. Vielleicht noch eine letzte Frage. Hallo, meine Frage ist für Frau Ilham Ahmed. Ich glaube, wir müssen auf die Regierung in Syrien fokussieren, in Damaskus. Also, ich habe eine kurze Frage. Wie weit, also gibt es Verhandlungen zwischen Rojava und Damaskus? Wie weit gehen diese Verhandlungen? Gibt es irgendeinen Wille von der Seite Damaskus, mit Rojava zusammenzuarbeiten? Gibt es einen Plan B? Vielen Dank. So vielleicht könnte Kamal antworten oder vielleicht Ilham und danach ganz am Ende Thomas. Ja, vielen Dank für den Beitrag und für die Fragen. Also in Bezug auf diese Frage, ja, die Türkei, also Druck auf die Türkei zu üben, ja, aber nicht nur. Wir müssen die türkische imperialische Ziele stoppen. So, solange ich weiß, über 100.000 Menschen wurden von der Türkei getötet. Die Türken sind in Syrien, die Türken sind in Libyen, in vielen anderen Ländern. Sie sind jetzt dabei, die Griechen zu bedrohen. Ja, Syrien, also die Türkei ist ein Problem der Region. Ja, das. Erstens. Zweitens, ja, die Frage der Anerkennung. Also, wenn ich drüber spreche,
dieser Verwaltung, dieser Regierung, ist der einzige sichere Ort in Syrien. Und deswegen, auch wenn sie politisch, also wie Thomas es erwähnt hat, also zum Beispiel zumindest also bezüglich der Erfahrung, die wir in Kurdistan gehabt haben im Irak, es gab keine Fliegzone dort. Also wenn es der Fall wäre, wenn wir auch in der Region keine türkische Angriffe von Drohnen für mehrere Jahre. Und die Mehrheit der Opfer sind unschuldige Zivilisten. Diese Drohnen, die haben nicht nur die PED oder die andere Parteien als Ziel. Ihr Ziel ist auch, zu ihren Zielen gehören auch der Bevölkerung. Die Leute dort, die denken nur, das Land zu verlassen. Also als man gegen IS gekämpft hat, hat man mit den Peshmergas zusammengearbeitet. Man hat mit den Irakern, also mit der irakischen Armee auch zusammengearbeitet. Und beide haben die Region Semelka kontrolliert. Ja, und zwar sozusagen. Man hat Operationen gegen den IS durchgeführt und dann auch in der Lage, gegen weitere Gruppierungen, solche Gruppierungen Aktionen zu führen. Ja, so Güter können einfach transportiert werden zwischen den Regionen. Ein anderer Punkt, also Europa und die internationale Gemeinschaft sollten mit diesem Idee aufhören. Guter Kurdistan, also gutes Kurdistan, schlechtes Kurdistan. Okay, ja, also eine sind die guten Kurden, die anderen, zum Beispiel aus Syrien, sind die schlechten, weil sie Verbindung zum PKK haben. Ja, aber die aus der Türkei, die sind gut, weil, ja, wegen Öl, wegen Iran, feindliche Politik. Ja, danke schön. Es gab keine Fragen an mich, aber. Ja. Eine Verbotszone auf jeden Fall unterstützen. Aber wir brauchen jemanden, der dafür garantiert, dass diese Flugverbotszone eingehalten wird. Und dazu bereit ist, jeden abzuschießen, der sich nicht daran hält. Also dazu müssen wir entweder Deutschland oder die Vereinigten Staaten oder Frankreich oder irgendwen fragen. Sonst wird es nicht effektiv sein. Das war auch in 1991 in Irak die Situation. Also wer wird denn sicherstellen, dass die Flugverbotszone auch eingehalten wird? Eine andere Sache ist, es ist genug, dass das, wenn das die irakische Regierung einen weiteren Grenzpunkt schafft. Aber die bestanden darauf, dass das syrische Regime die Grenzpunkte sie kontrolliert. Ich denke, das Beste, was passieren kann für die autonome Administration, wäre eigentlich, andere Grenzübergangspunkte zu haben mit dem Irak. Aber im Moment ist der Einfluss des Iran und der irakischen Regierung so stark. Also bei iranischem Einfluss wird es sehr schwierig sein, so eine Grenze zu eröffnen. Aber das wäre ein Ziel, das sonst sehr unterstützenswert wäre, denke ich. Sehr hilfreich wäre. Jari,
هلی ابوریه ده چاوا علی کاریا ریبریا خسر بکرن یعنی دی خواستم کو اوک چی ببه یعنی ضغطک لسر می کان دی اوتونومه ادمنستراسیون ورتشافتلیش اونترشتت وردن بنا سازیا هرم پیش بخینن. Die Unternehmen sollten dazu ermutigt werden, in die Region zu kommen und dabei zu helfen, die Infrastruktur aufzubauen. Aber davor gibt es einige notwendige Schritte, die gemacht werden müssen. Die Anerkennung und Akzeptanz durch den Staat. Das sind die Vorbedingungen, bevor wir die Unternehmen nach Rojava bringen. Sie arbeiten de facto mit der autonomen Administration, das was natürlich eine Art von Anerkennung auch ist. Aber es wird am Ende passieren, wenn wir diese Schritte nehmen, Also die Gesellschaft braucht das. Die Gesellschaft braucht finanzielle Unterstützung und Verbesserungen, was die Wirtschaft betrifft. Am Grenzstützpunkt. Müssen sie Steuern bezahlen? Von türkischer Seite ist es sowieso geschlossen. Und auf der anderen Seite, also ist es aus jeder Hinsicht sehr problematisch. Während dieser 10 Jahre haben wir immer wieder versucht, effizient zu sein. Wir haben versucht, selbst zu produzieren. Aber wir wollten auch ein bisschen Wohlstand für die Menschen haben und ein bisschen uns weiterentwickeln. Sie müssen nicht migrieren, wenn sie eine Zukunft sehen und eine Perspektive. Aber Rojava sollte nicht ein Ort sein, wo Menschen bleiben müssen. Also es soll ein Ort sein, wo Menschen sich dazu entscheiden zu bleiben. Wir sprechen über die Zivilgesellschaft, wir sprechen über Nichtregierungsorganisationen. Also wir müssen Druck ausüben, aber die Ausnahme von den Sanktionen. Stellen keine Barriere für die Unternehmen dar. Also bezüglich des Til-Kocher-Grenzstützpunkts gab es Diskussionen mit dem Regime. Solange die internationale Koalition in Rojava präsent ist, möchte niemand einen weiteren Grenzübergangspunkt erlauben. Also auch Iran nicht und so weiter. Wir haben eine Roadmap erstellt für eine Lösung mit 11 Punkten, die die Anerkennung Rojavas betrifft. Aber wie wir sehen, in der Mentalität des Staates wird das Regime dieses existente System nicht anerkennen. Für sie ist das Zeitverschwendung. Jetzt kommen das Regime, das syrische Regime und die Türkei sich näher. Das Regime beklaut uns auch, weil alles, was reinkommt, schließlich an sie geht. Also das Regime besteht. Also hat auch einen Einfluss darauf, auf andere Parteien, die die Entscheidung des Regimes betreffen.
Wir wissen, dass Stabilität sehr wichtig ist und Entwicklung auch sehr wichtig ist. Wir sehen, es ist sehr offensichtlich, dass die Atomadministration Stabilität bringen wird und auch mehr Wohlstand bringen wird. Und dass irgendwann die Region auf jeden Fall anerkannt wird. Also dazu wird es schließlich kommen. Vielen Dank. Danke für diese sehr lebhafte Diskussion. Und es ist auch schon sehr spät. Wir werden noch einige wichtige Punkte anreißen. Die wir morgen nochmal besprechen werden. Also die Frage der de facto Anerkennung. Und wie man mit den IS-Kämpfern umgehen sollen und so weiter. Das sind diese Fragen, denen wir uns morgen widmen werden. Wenn wir morgen das abschließende Panel haben, werden über diese konkreten Punkte wie der Grenzübergang und Flugverbotszone und so weiter noch gesprochen werden. Ich denke, es ist eine Menge zu debattieren für morgen. Ich bedanke mich bei allen, die heute teilgenommen haben, und wir sehen uns alle morgen um 10 nochmal. Vielen Dank.